1. Nein, heute ändert Ciriakos Forza seine Startformation erstmals und das auf 3 Positionen. Edun Dzeko ist wieder da. Er war verletzt, dann ohne Vertrag, jetzt fix beim FCB bis 2023. Auch Van der Werf und Bunjaku sollen für die nötige Frische sorgen. Und ja, zwischen den Pfosten steht Nikolic, der Torwart, auf Bewährung. Genf war in der letzten Saison ein hartes Pflaster für die Basler. Servet ließ sich daheim vom FCB nicht bezwingen. Die ersten lichten Momente gehören auch heute dem Heimteam. Servet mutig und frech. Mendy. Und Kone, das Scheppern im Gebälk ist deutlich zu hören. Kuro Kone vergibt die erste ganz dicke Möglichkeit in dieser Partie. Servet verschlief am vergangenen Wochenende die erste Halbzeit im Lümmer-Derby. Das soll nicht noch einmal passieren. Am Donnerstag noch in der Europa League engagiert, jetzt wieder Meisterschaft. Wie müde sind die Basler nach dem nahrhaften Startprogramm? Die erste Antwort liefert Arthur Cabral. Schmucke Einlage und beste Stilnoten für den Bepi Topscorer. Frühes Ungemach für Servet-Trainer Ale Geiger. Gonja zieht sich eine Oberschenkelverletzung zu. Nach 10 Minuten übernimmt Antunes die Position im Mittelfeld. Vieles läuft bei Basel in der Startphase über die rechte Seite, über Dzekova. Aktiv Wirblick. Stocker will ablegen, der Direktversuch wäre erfolgsversprechender gewesen. Aber der FCB setzt nach. Wittmer, kein Durchkommen für die Gäste. Das Team von Ciriakos Forza hat das Geschehen im Griff. Dzekova, dann Van Wolfswinkel, dann Valentin Stocker. Präzise an Jeremy Frick vorbei. Der FCB führt nach 21 Minuten. Die aktivere Mannschaft belohnt sich. Kontrolle, hartes Einsteigen von Dzekova gegen Mendy, Van Wolfswinkel als Assistgeber und Stocker lässt Frick keine Chance. So weit, so gut. Dann aber meldet sich Volkezwil bei Schiedsrichter Luca Piccolo. Es geht um das Duell Dzekova gegen Mendy. Der Videoschiedsrichter hat sich lange Zeit gelassen. Piccolo schaut auch genauer auf den Bildschirm und dann der Entscheid. Kein Tor, der FCB-Treffer annulliert. Das ist nachvollziehbar. Dzekova trifft den Ball, senzt aber auch Mendy in die Beine. Fakt ist, es bleibt beim 0:0. Das Heimteam hat den Weckruf verstanden. Servet muss wieder mehr liefern und tut das. Imri. Van der Werf, Feierabend. Jasper Van der Werf holt sich als hinterster Mann die rote Karte. Der Stellvertreter von Erhard Schömert in der Basler Innenverteidigung muss nach 30 Minuten unter die Dusche. Keine Diskussionen. Lasso zu früh ausgepackt. Programmänderung bei Ciriakos Forza. Er beordert Edun Dzekova vom Platz und stellt mit dem 17-jährigen Albian Haidari einen Super League-Debütanten in die Verteidigung. Servet Genf in Überzahl, das gibt Auftrieb. Definitiv. Imri. Dann Alexis Antunes. Dankbare Aufgabe für den bisher tadellosen George Nikolic. Noch ist nicht Pause. Kompliment nach Basel. Der FCB stellt sich nicht nur hinten rein. Nein, Stocker wirbelt. Van Wolfswinkel verpasst und nach der Intervention von Frick lanciert die Heimmannschaft den Gegenstoß. Über Stefanovic. Könnte gefährlich werden. Wird es auch. Kone. Imri und dann verpasst Stefanovic gegen Nikolic. Pause. Wie war die erste Halbzeit? Nicht Go Mio, aber keineswegs Fast Food. Die Seiten sind gewechselt und die Geiger 11 will es jetzt wissen. Noch einmal 45 Minuten in Überzahl. Antunes. Mendy. Nikolic ist präsent und frei kann klären. Der Auftakt in die zweite Halbzeit. Sehenswert. Klar mehr Ballbesitz für die Granatroten. Haidari wehrt sich gegen Stefanovic.
Volles Risiko von Imri, der Captain der Schweizer U19-Nationalmannschaft, muss sein Visier nachjustieren, aber Nikolic bekommt weitere Arbeit. Jetzt läuft das Spiel nur noch in eine Richtung. Imri, Foulspiel, aber das Spiel läuft weiter. Mendy in den Rücken der Abwehr gespielt, Servet Captain Sotie lässt auch diese Chance aus. Der Kräfteverschleiß beim FCB ist deutlich spürbar, aber die Genfer sündigen im Abschluss. Es bleiben nur noch 20 Minuten zu absolvieren. Basel leidet, die Genfer stürmen. Mendy, Stefanovic und dann Kone, nur zweiter Sieger gegen Giorgio Nikolic, der Basel-Keeper, nach einigen Wacklern in der Kritik wächst über sich hinaus. Prima Tat hier gegen Koro Kone, das gibt Sicherheit. Servet schnürt die Gäste ein. Die Basler bekommen keine Luft mehr. Eine Abwehrschlacht. Und dann gibt es Elfmeter. Der junge Haidari, Jahrgang 2003, seine Super League-Premiere und dann ein Handspiel. Wilde Proteste, aber der Schiedsrichter lässt sich nicht umstimmen. Bitter für Haidari. Schalk nimmt Maß. Und trifft. Nikolic ist zwar noch mit der Hand dran, aber in der 77. Minute fällt die Basler Festung dann doch noch. Schafft der FC Basel hier noch das Unmögliche? Nein, der FCB kraftlos und in der Liga weiter sieglos. Servet gewinnt mit einem Mann mehr auf dem Platz 1:0. Die Beppis leisten sich einen Fehlstart in die Meisterschaft.